Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank, einen Wemo 46 F, also ohne Eisfach. Dafür hat er ein externes Kühlaggregat. Das Kühlaggregat ist bei der Auslieferung obendrauf. Das ist so lose. Das hat hier 1,5 Meter Leitung dran. Und diese Leitung besteht eigentlich aus dieser Leitung. Und diese Leitung ist biegbar. Das heißt, das ist ein Aluminiumrohr. Das kann ich biegen. Das kann ich mehrmals biegen. Das kann ich einen Knopf machen. Da sieht es nicht schön aus. Das ist jetzt eine ältere Leitung. Aber ich kann das Rohr natürlich auch knicken. Und irgendwann ist es dann gebrochen. Und ihr seht jetzt hier innen drin, oder man sieht schlecht, muss ich nochmals eins knicken, wirklich knicken und dann aufbiegen. Und ihr seht, hier innen drin ist ein zweites Rohr. Das ist die Zuleitung. Hier innen drin, das ist 0,6 oder 0,7 mm, hängt ein bisschen ab, welcher Lieferant. Und dann im Zwischenraum hier läuft dann das Kältemittel zurück. Also wir haben hier nur eine Leitung. Das heißt, im Rohr drin, hin, in den Kühlschrank rein und dann wieder zurück. Eben, ihr könnt diese Leitung knicken. Wir haben hier Bruchstellen. Hier ist es gelötet, die Leitung. Ihr könnt damit relativ viel machen. Aber es gibt immer wieder Leute, die kriegen so ein Teil abgebrochen. Ich sehe es jetzt hier. Hier ist, oder hier war es dann mal angeschlossen. Das ist die Platte, die hier in diesem Kühlschrank drin montiert ist. Was, ich habe immer noch die gleiche Leitung, was es nicht mag, ist drehen und dann ziehen. Dann habe ich so einen Knopf drin. Das ist erstens, macht es die Leitung zu und zweitens, wenn ich dann aufmache, ist es dann hier schon ziemlich gebrochen. Also diese flexible Kälteleitung oder flexibel in Anführungszeichen, kann sehr viel verkraften, biegen, überhaupt kein Problem, aber nicht brechen. Also ihr seht, jetzt hier, wo ich vorher den Knopf reingemacht habe, ist die Leitung wieder gebrochen, dann geht das Kältemittel raus und dann kühlt es nicht mehr. Diese Leitung, wo eben das Rohr drin ist, das zu löten, kaum möglich. Wir müssen kaufmännisch gesehen nachher hier das Kühlelement ersetzen. Ist aber auch ein lösbares Problem. Ja, der zweite Schwachpunkt, wir haben das hier oben angelötet, hier fixiert. Und wenn man hier wurde das Rohr beim Einlöten gewärmt, ist technisch nicht anders möglich. Und dann, dass es hier an dieser Leitung bricht, also hier das Rohr nicht unbedingt wegschneiden. Ja, das ist das zu dieser flexiblen Kälteleitung. Standard ist 1,5 Meter. Auf Wunsch bis zu 10 Meter oder wir machen sogar längere Leitungen. Nur dann ist natürlich, ich sag mal, ab 10 Meter ist schon eine rechte Distanz. Also wenn ihr den Kühlschrank möchtet mit 5 Meter Leitung, 4 Meter Leitung, dass das Aggregat in der Wachskiste montiert werden kann, könnt ihr absolut so bestellen. Dann wird aber die Leitung mit, von hier aus mit zwei Rohren weiter verlängert. Ein dünnes Rohr und ein dickes Rohr, das hier dann direkt drauf geht. Oder optional mit Kupplungen. Da mache ich euch hier logischerweise ein Video über die Kupplungen. Und hier unten stelle ich euch den Schrank ein bisschen besser vor, ohne Eisfach. Ich frage die Leute immer, braucht ihr ein Eisfach oder nicht? Oder hattet ihr da mal was drin? Also in der Größe hier, 46F, hier verkaufen wir
zwei Drittel ohne Eisfach und die anderen wollen Eisfach, weil man ein Eisfach braucht. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag.